Heute geht es um die besten Teleskop-Baumscheren, mit denen ihr auch höher gelegene Äste in Windeseile abschneiden könnt. Drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen möchten wir euch heute in diesem Video vorstellen, sodass ihr ein passendes Modell für euch und eure Ansprüche finden könnt. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen, und schaut auch nach dem Video gerne einmal unten in der Videobeschreibung vorbei, um weitere Infos zu den Modellen zu erfahren oder euren persönlichen Favoriten auch direkt bestellen zu können. Starten wir gleich mit der ersten Teleskop-Baumschere aus dem Vergleich. Vorstellen möchten wir euch hier die beliebte Fiskars Bypass Teleskop Schneidgiraffe. Dieses Modell ist zwischen 2,40 Meter und ganzen 4 Meter einstellbar und kommt mit einer sehr hochwertigen Verarbeitung. Es handelt sich hier um den aktuellen Amazon-Bestseller in der Kategorie Astscheren, und das aus einem guten Grund. Das noch recht günstige Modell überzeugt durch einen optimierten Schneidkopf, welcher für eine besondere Effizienz und Langlebigkeit entwickelt wurde. Er ist manuell zu betreiben, also nicht elektrisch durch einen Akku verstärkt, dafür aber um 230 Grad drehbar und auch in einer beliebigen Position fixierbar, womit man auch stark verzweigte Äste mit sauberen Schnitten entfernen kann. Die Klinge ist sehr scharf und auch antihaftbeschichtet und kommt mit einer gehärteten Gegenklinge, welche für insgesamt sehr saubere Schnitte sorgt. Geeignet ist das Modell zum Schneiden von Ästen und Zweigen bis 3,2 cm Durchmesser in Baumkronen und auch dichten Büschen. Und das alles ohne Zuhilfenahme einer Leiter, denn wie gesagt kann diese Baumschere auf bis zu 4 Meter erweitert werden. Obwohl es sich um das günstigste Modell im Vergleich handelt, ist dies schon der stärkste Wert im Vergleich, womit man eine Gesamtreichweite von bis zu 6 Metern erreichen kann. Das hochwertige und sehr leichte Aluminium, aus dem die Baumschere verarbeitet ist, sorgt für ein sehr leichtes Gewicht von nur 1,9 Kilogramm und garantiert, dass hier auch längere Arbeiten ohne Probleme möglich sind. Extra Highlight: Diese Teleskop-Baumschere kann auch noch durch weitere Aufsätze des Herstellers Fiskars erweitert werden, beispielsweise durch den Baumsägeaufsatz von Fiskars, womit man hier auch dickere Äste angehen kann. Alles weitere zum Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung, dort ist die Fiskars Bypass auch direkt bestellbar. Machen wir als nächstes gleich mal weiter mit dem ersten Akkumodell aus dem Vergleich. Es handelt sich um die Ryobi 18V One Plus, eine Akkuteleskop-Baumschere, welche durch eine Reichweite von bis zu 2,7 Metern überzeugen kann. Einstellbar ist diese Reichweite hier zwischen 1,90 Meter und eben 2,70 Meter. Ausgestattet ist das Modell mit einem leistungsstarken 18 Volt Ryobi Akku und garantiert durch sein starkes 250 Newtonmeter Drehmoment für einen besonders sauberen Schnitt. Das sorgt für ein besonders müheloses Schneiden auf auch großer Reichweite. Schneiden kann das Modell Äste bis 32 mm Dicke und überzeugt dabei auch durch eine besondere Flexibilität, gerade was den Schneidkopf angeht. Dieser ist nämlich in sämtlichen Positionen verstellbar, womit man ihn immer perfekt an die aktuellen Anforderungen anpassen kann. Bis zu 5 Positionen kann man hier einrichten, was eine Einstellung von 150 Grad insgesamt sorgt und so auch immer perfekte Schnitte in selbst schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht. Es handelt sich hier um ein Elektrogerät, dementsprechend ist das Modell mit 3,5 Kilogramm auch etwas schwerer als klassische manuelle Teleskop-Baumscheren. Dafür ist hier im Lieferumfang aber ein praktischer Nylon-Gurt zum Umschneiden dabei, womit die Arbeit hier auch stark vereinfacht wird. Zu guter Letzt gibt der Hersteller Ryobi hier eine 3-Jahres-Herstellergarantie beim Kauf dieser Akku-Teleskop-Astschere dazu. Alles weitere zum Modell über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Als drittes und letztes möchten wir euch das wahrscheinlich hochwertigste Modell im Vergleich vorstellen. Es handelt sich um die Premium Akkuteleskop Baumschere von Gardena. Genauer gesagt um das Modell HiCut 360. Wie der Name schon sagt, lässt sich dieses auf bis zu 3,60 Meter verstellen, in einer Range zwischen 3,20 Meter und 3,60 Meter in der Gesamtlänge, wodurch man hier Reichweiten von insgesamt bis zu 5 Metern erlangen kann. Der beste Wert von den hier vorgestellten Akkubaumscheren, und auch sonst haben wir kein weiteres Akkumodell auf dem Markt gefunden, welches hier aktuell noch länger verstellbar ist. Das Modell arbeitet mit den 18 Volt Akkus von Makita und besitzt eine Laufzeit von bis zu 200 Schnitte, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Das ist genügend Power, um hier viele Äste in einem Durchgang zu entfernen. Kleiner Nachteil der HiCut 360, er ist nur für Aststärken bis 28 mm Dicke geeignet, das ist hier der schlechteste Wert im Vergleich. Dafür überzeugt das Modell trotzdem noch durch eine sehr starke Ergonomie. Die Gewichtsverteilung sorgt dafür, dass das 4,5 Kilogramm schwere Modell trotzdem jederzeit gut in der Hand liegt und das Arbeiten hier auch über längere Distanzen kein Problem wird.
Vor allem sind es hier die weiteren Features, die uns so stark überzeugen. Beispielsweise der verstellbare Schwenkkopf zur optimalen Schnitteinstellung, die LED-Akkustandsanzeige oder der ergonomische Griff, womit hier ein einwandfreies Zweitandarbeiten möglich wird. Die präzisionsgeschliffenen Messerklingen garantieren für eine hohe Langlebigkeit und sind wahlweise auch austauschbar, genauso wie auch der Akku, der während des Betriebs für eine längere Haltbarkeit ausgetauscht werden kann. Alles weitere zur Gardena Akku-Teleskop-Baumschere der Heika 360 über den dritten Link in der Beschreibung.